Saturday Night Fever auf der Bühne und der FFC mittendrin. Meet and Greet mit den Schauspielern im English Theatre in Frankfurt. Für den englischen Trainer Colin Bell ein kleines Heimspiel und ein Stück Jugenderinnerung. Also ich habe gesagt, dass ich das Film damals mit John Travolta im Kino gesehen habe, als es rauskam. Dann ist Mitte der 70er, Ende der 70er Jahre. So alt ist man schon, dass man sich auch daran erinnern kann, aber auch damals war das wirklich auch Kult, auch in Amerika natürlich auch, dass dann übergeschwappt ist und auch nach England, und ich kann mich auch ganz gut daran erinnern, dass John Travolta quasi der Nonplusultra war zu der Zeit, mit seinem weißen Anzug damals und schwarze Hemd, und ja, es war schon toll und natürlich auch ganz klasse Musik von den Bee Gees, das muss man einfach natürlich auch lieben. Schwärmen kann der Trainer derzeit auch von den sportlichen Leistungen seiner Mannschaft. Seit einem Monat Tabellenführer der Bundesliga, und in Sachen Offensive sind die Frankfurterinnen auch ganz vorn. Mit 41 Treffern hat die Torfabrik der Liga fast doppelt so viele Treffer erzielt wie die Verfolger. Celia Sasic darf sich mit 13 Treffern sogar Hoffnung auf die Torjägerkrone machen. Im Jahr des Umbruchs läuft es beim Frankfurter Star-Ensemble endlich rund. Ich denke, die Mannschaft hat eine sehr starke Zusammenhalt. Wir versuchen natürlich auch vieles gemeinsam miteinander zu erarbeiten. Die Mannschaft hat natürlich auch eine super Klasse, das muss man auch so sehen. Aber das ist alleine natürlich auch nicht möglich, um da erfolgreich zu sein, sondern die anderen Punkte, wie zum Beispiel Teamgeist, gegenseitiger Respekt, alle diese Dinge, die wir versuchen auch zu pflegen, eine gute Atmosphäre, eine gewisse Harmonie und trotzdem, dass man auch Reizpunkte setzen kann. Und im Moment dieser Hunger auf Erfolg. Beim jüngsten 8:2 Kantersieg gegen Hoffenheim musste allerdings Bianca Schmidt mit einer Muskelverhärtung ausgewechselt werden. Ausgerechnet vor dem Spitzenspiel beim Tabellenzweiten Potsdam. Dennoch will es Frankfurt gerade beim ewigen Erzrivalen wissen. Ich schätze, dass es eine ziemlich giftige Atmosphäre sein wird, aufgrund der Tradition zwischen Potsdam und Frankfurt und vielleicht dann auch dieses etwas unglückliche Spiel letztes Jahr in Potsdam. Aber wir müssen uns einfach fokussieren auf das Wesentliche, und das ist wirklich auf dem Platz. Potsdam verfügt über eine sehr ausgeglichene, ausgewogene Mannschaft, wir aber auch. Und deswegen Tagesform wird entscheidend sein, denke ich mal, voll auf Sieg zu spielen. Das ist das Motto und unser Ziel, auf jeden Fall in Potsdam zu gewinnen. Ich selber als Trainer habe bis jetzt noch gar keinen Punkt gegen Potsdam gemacht. Und ich würde gerne letztendlich auch diese Serie beenden. Und ich glaube einfach, dass als Trainer, wenn ich diese Serie beenden kann, nur mit dieser Mannschaft vom FFC. Das Auswärtsspiel im English Theatre haben die Frankfurterinnen schon mal mit Bravour gemeistert. Und vielleicht kann der frühere Triple-Gewinner mit einem Sieg in Potsdam auch einen wichtigen Schritt machen zurück in Richtung große Fußballbühne.